In dieser Saison heißt es endgültig Ciao Force India, Hallo Racing Point. Aber wie gut schlägt sich die Truppe in diesem Jahr? Und da sind wir schon wieder. Vierter Saisonausblick auf die neue Formel-1-Saison. Ihr wisst schon, ihr kennt den Drill, wie es weitergeht. Das ist Flo, das ist Christian, ich bin Stefan, ihr schaut zu. Und wir sprechen über Racing Point. Wieder ein Team mit einem neuen Namen, das wir schon lange als Force India kennen, das früher schon Midland, Spyker, Jordan und alles Mögliche war. Neue Inkarnation für Racing Point. Nicht Racing Points, wie ich es in unseren Shownotes hier genannt habe. Sie hoffen wahrscheinlich, dass sie mehrere Points holen. Trauen wir Ihnen das nach den Testeindrücken zu? Wie waren die Testeindrücke? Mäßig. Aber meiner Meinung nach sagt das relativ wenig. Ich meine, sie sind langsam gefahren und sie sind wenig gefahren. Ich habe mich aber mit dem Technikdirektor, mit Andy Green, ein bisschen unterhalten können und der war sowas von entspannt. Vielleicht hat das auch mit den neuen Windows-Versionen zu tun, die sie sich ja jetzt leisten können, wie er selber sagt. Aber der war sowas von entspannt und hatte überhaupt keine Panik. Also das Gegenteil von Williams so ein bisschen. Genau, also offiziell hatte ja Williams auch keine große Panik, aber Andy ist normal schon einer, der sagt, wenn es nicht läuft, der hat ja letztes Jahr auch gesagt, als sie sich dann irgendwie aerodynamisch vertan hatten, dass da irgendeine Fläche nicht gepasst hat, war auch er der Erste, der gesagt hat, das passt nicht. Und der war so entspannt und hat gemeint, ja, wir fahren vielleicht nicht so viel, weil es aktuell nicht so viel bringen würde, weil wir ein komplett neues Auto bringen werden in Melbourne. Also ein riesen Upgrade und so weiter. Und deswegen hat man sich darauf fokussiert, Daten zu sammeln, Messinstrumente an den Dingern zu installieren und diese Daten dann auszuwerten und noch ein bisschen was umzubauen und da wieder einen Sensor zu installieren. Und ist jetzt nicht wirklich auf Zeitenjagd gegangen. Deswegen der Testeindruck zwar nicht besonders gut, aber jetzt auch nicht so dramatisch, wie es vielleicht ausschaut. Und wir trauen Ihnen ja aus der Vergangenheit zu, dass Sie auch aufholen können und weiterentwickeln können. Jetzt vielleicht, wenn Sie sogar Windows 10 jetzt haben, dann muss es ja nochmal doppelt so gut gehen. Ah, wenn ich mir Roberts Computer so anschaue. Okay, ja, unser Kollege Robert ist heute leider der Laptop eingegangen oder es kommen nur noch DOS-Fehlermeldungen. Mal schauen, was passiert, wenn wir mit dem Video fertig sind. Aber Flo, wir waren deine Racing Point eindrücken. Ja, also wie gesagt, die haben es halt ruhig angelassen, weil sie auch nichts anderes vorhatten. Und man muss auch sagen, sie hatten nichts anderes vor, als zu testen. Ja, sie hatten nichts anderes vor, als irgendwo erstmal alles auszuloten und dann irgendwie nicht in die Vollen zu gehen. Und wenn man sich überlegt, letztes Jahr haben sie genauso begonnen, auch noch notgedrungen, weil sie kein Budget hatten. Sie konnten also kein Auto richtig fertigstellen für die Testfahrten. Da sah das auch alles gar nicht so gut aus. Und auch die ersten Saisonrennen sahen nicht so gut aus. Das wird natürlich hoffentlich dieses Jahr anders sein. Aber dass dieses Team, dass diese Struktur, die sie da haben, dass die im Mittelfeld ganz vorne mitkämpfen kann, das haben sie die letzten 3 Jahre eigentlich gezeigt. Da waren die eigentlich immer top im Mittelfeld unterwegs. Und auch wenn es letztes Jahr ein bisschen gedauert hat, dann mit dem Saisonverlauf am Ende waren sie trotzdem ganz eigentlich das schnellste Mittelfeldteam, wenn man ehrlich ist. Und das können die dieses Jahr auch wieder schaffen. Zumal Sergio Perez ist weiterhin an Bord, also quasi der Erfolgsgarant der letzten Jahre. Der sollte da zumindest schon mal die Kastanie aus dem Feuer holen. Ja, fahrerisch gesehen ist er auf jeden Fall zu den Top-Fahrern mitzuzählen, der zwar nie wahrscheinlich den Sprung schaffen wird, den man ihm vor ein paar Jahren zugetraut hat, nämlich zu einem Top-Team, wo der mit Ferrari in Verbindung gebracht ist, mal bei McLaren gefahren, aber das war nicht unbedingt, als sie super Top-Team-Zeit waren, obwohl sie damals deutlich besser waren als die letzten paar Jahre. Aber es war nicht ganz das McLaren, das man im Ohr klingen hört, wenn man an McLaren-Mercedes-Zeiten oder ähnliches denkt. Aber was halten wir jetzt von diesem neuen Auto, Christian? Ja, viele denken jetzt kommen die Strollmillionen und dann kommt da ein schnelles Auto. Naja, ganz so ist es nicht. Das Geld kam ja jetzt auch erst sehr viel später. Genau, das war ein ganz langwieriger Prozess, bis die Rettung überhaupt so durch war. Man hatte natürlich längst schon mit dem neuen Auto angefangen. Man weiß selbst dort auch, wenn man schon gewusst hätte, dass das Geld dann so in dem Ausmaß vorhanden ist, hätte man viele Sachen auch anders gemacht. Man hat aber versucht, weiterhin sehr, sehr kosteneffizient zu arbeiten. Und das merkt man dem Auto auch an, denn man hat mehr oder weniger das Vorjahreschassis genommen. Also das Monocoque, das ist ja das teuerste Teil. Man braucht da immer neue Formen, die man machen muss. Das ist sehr, sehr teuer, das Ganze. Und deswegen hat man sich auch richtig aufgeregt, dass der Tankinhalt vergrößert wurde, weil dadurch ist auch wieder ein neues Monocoque nötig. Der Tank ist ja hinten im Monocoque integriert. Man hat jetzt diese Änderungen schon natürlich vorgenommen, Tank vergrößert. Man hat auch die seitliche Crash-Struktur ein bisschen verändert, damit man die Seitenkästen nach oben ziehen kann, so wie es fast alle Teams jetzt inzwischen haben. Das war es aber dann auch schon an Änderungen am Monocoque. Sonst hat man einfach geschaut, dass das kostengünstig irgendwie relativ identisch bleibt und hat darum dann das Auto aufgebaut. Wirklich ins Detail können wir bei dem Auto noch gar nicht gehen, weil das haben wir noch nicht gesehen. Wie ich es gerade eben schon gesagt habe, das Auto, das wir da hatten, war irgendwie so eine Basisversion, damit sie da ein paar Testrunden abspulen konnten.
das richtige Auto soll aber erst in Melbourne dann kommen mit den ganzen aerodynamischen Finessen. Also the real good stuff haben sie noch in der Hinterhand, meinte Andy Green. Mal schauen, ob das dann auch wirklich good stuff wird. Oder was dann da in Melbourne in der Box steht am Donnerstag. Real good stuff vielleicht lässt sich dann Frank Montani zu einem Comeback bewegen, aber nein, das ist ein anderes Thema. Gut, Flo, du hast Sergio Perez angesprochen, ist, denke ich, unumstritten, ganz klar etabliert und guter Fahrer, der, wenn es drauf ankommt, aufs Podium fahren kann, Nico Hülkenberg da schon ein paar Mal ins Verderben gebracht hat. Ja. Der zweite Fahrer, den haben wir in den letzten Jahren nicht ganz so viele gute Haare dran gelassen. Lance Stroll, du hast Fotos von ihm mal auf deinem Arbeitsplatz. Die mir der Kollege hier ausgedruckt hat. Er hat wahrscheinlich die zweitbeste Frisur im Fahrerlager nach Antonio Giovinazzi. Aber er covert sie zumeist mit einer Mütze, mit einer dicken, rosanen Mütze. Also Bommelmütze, ne? Ja. Er sieht noch, ja. Ich weiß nicht, wie er damit aussieht, aber egal. Es ändert auf jeden Fall nichts daran, dass er das teaminterne Duell, dass es für ihn wohl eine ziemlich harte Nummer werden wird gegen Sergio Perez, prophezei ich jetzt einfach mal. Weil wenn man sich so die Entwicklungskurve von Lance Stroll anschaut über die zwei Saisons in der Formel 1, dann ist die quasi mehr oder weniger nicht vorhanden. Denn letztes Jahr gegen den Rookie Sergei Sirotkin, der selber ein Paydriver ist und jetzt nicht unbedingt als Supertalent gilt, hat er im Qualifying in Kürzeren gezogen. Ja, im Rennen hat er irgendwie 3 Punkte mehr geholt, so gefühlt. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Also da hat man bei Lance Stroll jetzt nicht unbedingt gesehen, dass da jetzt irgendein Knoten aufgegangen wäre. Und mich würde es wundern, wenn das dieses Jahr so wäre. Also denke ich, wird Sergio Perez wohl die Punkte mehr oder weniger im Alleingang holen müssen für das Team. Also ich glaube, wenn das Auto besser ist, kann auch Lance ein bisschen mehr erreichen. Weil er ist nicht umsonst irgendwie auch Formel 3 Europameister geworden. Ein bisschen Auto fahren kann er schon. Umstände im Team, Motoren hin und her, ja, aber trotzdem, er muss die Rennen trotzdem fahren und gewinnen. Und das macht er auch nicht so, wenn er überhaupt nichts kann. Dass er vielleicht nicht der allerbeste Formel-1-Rennfahrer der Welt ist und der Geschichte, das wissen wir auch. Aber ich glaube schon, dass er ein paar Mal auch Perez schlagen kann, auch im Qualifying und im Rennen. Er hat ja auch so ein paar Strecken, bei denen es bei ihm ganz gut läuft. Er hat auch mal ein Podium geholt, so muss man in der Formel 1 auch schaffen. Wenn es viel gerade ausgeht, ist er eigentlich ganz gut. Genau, ohne Kurven, ja. Perfekt. Aber auch bei ein paar Kurven geht es auch. Ja. Und ich glaube schon, dass er da ein bisschen punkten kann. Aber natürlich wird er am Ende deutlich hinter Perez stehen. Oder hast du jetzt die große Überraschung für uns? Nee, ich finde es ja schon lustig, dass der schon auf dem Podium war und Nico Hülkenberg bis heute nicht. Dem man wahrscheinlich zu Recht deutlich mehr zutraut. Ja, aber das ist die Formel 1. Und man muss halt dann letztendlich auch da sein, wenn es zählt. Und das hat er tatsächlich geschafft. Also man und kann dann eben nicht in Baku immer oder in Singapur immer in die Wand fahren. Ja, man kann ihm viel vorwerfen, aber er hat es geschafft trotzdem. Also, ich glaube aber trotz allem sehr stark, dass er Stroll-Familien untypisch den Kürzeren ziehen wird gegen Sergio Perez. Ja, also das ist ein anderes Kaliber und Perez für mich immer noch einer der meist unterschätzten Fahrer. Der wird ein Punktegarant wieder sein, je nachdem wie der Racing Point dann sein wird von der Konkurrenzfähigkeit her, wird er ein Punktegarant sein und das Team am Leben halten, sportlich. Und Stroll kann vielleicht dann wieder für einige Glanzlichter sorgen, wenn es irgendwie möglich ist und er nicht nach 2 Runden den Bremsplatten eingefahren hat und zum 4. Mal in der Box war. Ich meine, der hat ein paar Ausreißer nach oben, aber sonst ist es halt relativ flach bei dem. Muss auch an seiner Motivation, da muss er auch ein bisschen arbeiten. Ich meine, er tendiert dazu, ohne überhaupt irgendwo richtig sich durchgebissen zu haben, dann schon rumzujammern. So, ich kann mich letztes Jahr Monaco-Rennen nach 9 Runden irgendwie schon rumgefunkt, wie scheiße alles ist. Und ja, da muss er irgendwo ein bisschen beharrlicher sein, wenn er da auch, wie soll ich sagen, dranbleiben will im Mittelfeld und an den Punkten. Da kann man nicht immer nach ersten 10 Runden das Rennen schon für gescheitert erklären. Dranbleiben, Lance. Dann wird es auch was mit den Punkten gegen Sergio. Keep fighting, Lance. Wie weit fighten Sie denn jetzt im Kampf gegen Alfa, gegen Toro Rosso, gegen McLaren, gegen Haas, gegen Renault? Da ist ja einiges los, haben wir in den ersten 3 Folgen schon gesagt. Mittelfeld ist eng, Williams fährt vielleicht das Einzige hinterher. Ich glaube, der große Nachteil von Racing Point ist, dass die mehr oder weniger so eine One-Man-Show dann sind mit Perez. Während alle anderen Mittelfeldteams, denen traue ich schon zu, dass die 2 Fahrer haben, die auf gleichem Level irgendwo unterwegs sind. Und das sehe ich halt bei Racing Point so gar nicht. Und deswegen denke ich, werden die in der Konstrukteurs-WM, ja, also in den letzten Jahren mit dem Ocon an der Seite von Perez und dem Hülkenberg, das war eine sichere Nummer für die. Aber das wird dann dieses Jahr anders aussehen. Es wird so ein bisschen die Frage sein, wie gut ist das Auto? Weil wenn Perez
weiter nach vorne fahren kann als die Plätze 8 bis 10, holt er auch mehr Punkte, dann ist quasi das für, was andere Teams mit vielleicht einem Fahrer einfahren auf diesen unteren Plätzen, ausgeglichen oder sogar mehr geholt. Aber wenn das Auto nicht gut genug ist, um auf mal einen 6., 7. Platz zu holen, ja, mit nur einmal 10. Plätzen wird es nichts werden. Wird es wahrscheinlich eher maximal 8 oder 9 in der Konstrukteurswertung am Ende. Ja, ich glaube auch Nomen est Omen Punkte für Racing Points. Ja, das ist so. Ich meine, wir tun uns jetzt natürlich schwer, wir wissen nicht, wiefern dieses Upgrade da einschlagen wird. Aber ich glaube auch, dass es halt mehr oder weniger eine One-Man-Show wird, weil wenn es so eng ist da in diesem Mittelfeld, dann kann ich mir jetzt nicht erlauben, dass ich konstant ein paar Zehntel langsamer bin als der Teamkollege. Und deswegen, das wird sie ordentlich kosten. Und bin mal gespannt, ob das dann, wie lange diese Konstellation mit dem Fahrer auch dann so gut gehen wird. Ich meine, ob ihn der Vater rausschmeißen wird. Wohl eher nicht zu erwarten. Nee, aber letztendlich ist der Vater auch ein relativ schlauer Geschäftsmann, sonst wäre er nicht so. Und irgendwann wird er auch realisieren, dass es vielleicht dann insgesamt für das Team nicht das Beste ist und für das Investment. Aber wer weiß. Verratet uns einfach mal, was ihr von den beiden dieses Jahr erwartet, was ihr Force India, jetzt haben wir es in der letzten Minute falsch gemacht, was ihr Racing Point zutraut in dieser Saison. Und wir machen weiter mit der Halbzeit, dem 5. von 10 Teams, nämlich McLaren. Und die schauen wir uns als nächstes an, oder? Was machen wir? Ja, okay. Also dann, ab zu McLaren.